Oh mein Gott, ich hab ihn gebrochen. Ich hab ihn so gebrochen. Shit. Who's that Pokémon? No way for you! Was macht eigentlich Froggen? Den fand ich früher sehr gut. Der hat in den A gespielt und jetzt ist er einfach wieder in Europa und spielt gerade ein bisschen Solo Queue und streamt, glaube ich. Ich hab mir jetzt ne weißt du blöder Fisch als Notification-Ton gemacht. Göttlich. Und ich weiß nicht, wo er da, vielleicht geht er, war da Tryouts und so. Wo kauft man heutzutage Gaming-PCs online? Natürlich nur bei Aldi Gaming. Nur dort findet ihr die beste Auswahl an Medion-PCs. Gehört Faker noch zu den Top 5 Midlanern? Fragst du gerade, ob Faker bei den Worlds spielt und eine gute Figur macht und wie einer der besten Midlaner im Turnier aussieht, ob der einer der Top 5 Midlanern ist? Nee, natürlich nicht. Na, so, wer könnte denn noch besser als Faker sein? Es gibt irgend so ein deutsches Talent, irgendwie Novai, Novato, irgendwie sowas. Der scheint sehr gut zu sein. Ansonsten kaum jemand. Ist actually hier ein Worlds-Spieler in dem Team, in dem Game. Wer ist Akdang? Ist das nicht Abedage, Akdang? Akdang ist, glaube ich, Abedage, no? Okay, dann geht der Count auf 27 hoch. No way gegen Abedage, Leute. Ist Showmaker nicht der beste Midlaner? Na, Showmaker ist schon ganz gut. Wer ist denn der Midlaner von EDG? Ist das Scout? Ist Midlaner von EDG Scout? Weil der ist auch ziemlich insane, der EDG Midlaner. Er spielt Summon Every Corrupting Potion. Na, Devil und so, aber. Schön ruhig bleiben. Ich war schon eine sehr, sehr lästige Lane hier. Meine Güte. Ich bin gegen einen der besten deutschen Midlaner. Wahrscheinlich der beste deutsche Midlaner. Ist natürlich immer ein Argument für Power of Evil, aber ich glaube, Abedage ist aktuell die Nummer 1. Ja. Natürlich ist er jetzt nach NA gegangen, aber er ist, glaube ich, trotzdem noch sehr, sehr gut. Desaster, schon wieder unsere Botlane Degree. Wie jedes Game heute. Schön, schön, schön. Mal kurz back to base gehen hier. Verliert er leider gar nichts. Echt, das hier? Wir können uns TP saven hier. Also. Toplane ist okay. Jungle ist okay. Also alles ist okay, aber wir sind leicht behind. So 1000 Gold oder so sind wir hinten. Midlane-Matchup wird sehr, sehr gut, sobald wir Lost Chapter haben. Wir müssen jetzt halt dann immer die Shuffles anfangen zu respektieren. Was? Was machst du denn hier? Hä? Was war das denn? Geh weg! Ich dachte, er ist vielleicht schon im Shop. Das wäre es gewesen, ne? Oh, das ist es gewesen. Let's go. Schöne Ding. Wait, der genische Jungle ist Level 7. Ist der Level 7, der genische Jungle? Das ist relativ hoch, Level 7. Token und nicht sterben ist die Devise. Frage ist, wollen wir hier Liandris bauen? Ich glaube, die Antwort ist nein, ne? Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen schimmeln hier. Die Rel könnte auch gerade sehr, sehr leicht Mitte sein. Auch kurz die Wave clearen, ne? Schön mit Distanz arbeiten, damit wir nicht reingeschaffelt werden können. Und stehen hier schnell. Wir sind ahead auf der Lane. Die schwierigste Phase überlebt, glaube ich. Oder hoffe ich. Sollen wir die Mitte die ganze Zeit schaffen, schaffen, schaffen und dann mit unserer Ult aus der Lane rauslaufen. Switch. Oder was? Wo kam die denn her? What? So, wo kommst du denn her, Kollege? Was war das denn? Habt ihr die gesehen? Ich hab die überhaupt nicht gecheckt, dass die da hinter mir ist. Ja, kurz back to base hier. Jetzt kennen TP gefollowt mit Dash. Ja, aber wie kam die dann bei mir raus? Hat die dann Ulti in der Luft gemacht oder was? Als ich dann. Oder wie? Oh. Oh. Schade. Oder hat sie mit Flash gecancelt? Das kann sie auch machen, glaube ich. Ja. Flash kann sie, glaube ich, auch canceln. Ja, wäre sick, wenn die den killen hier. Aber da ist Solo-Killed von einem AD-Carry. Nicht schlecht. Ich glaube, wir kriegen den Töd hier first, oder? Muss ich mir gleich nochmal im Replay anschauen. Machen wir gleich den X-Replay, oder wie heißt das Ding? Ich glaube, der X-Performance-Replay oder irgendwie sowas. Ich habe jeden einzelnen Spell gerade verfehlt, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war jetzt nicht mal eine Sternstunde. Tatsächlich, wenn ich das gut spiele, kann das sehr, 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 sehr nice für uns sein. Aber ich habe es leider nicht gut gespielt. Mal kurz hier entlang. Also praktisch, ich glaube, was die gemacht hat, ist, sie ist praktisch mit dem E gefollowt auf dem Cannon über die Karte und hat dann, als ist an mir vorbeigeflogen und man kann mit der Ulti praktisch das E canceln. Das hat er, glaube ich, gemacht da. Und dann hat er mich praktisch geultet, während er den Flug nach unten gemacht hat. Low, but no cigar. Wenn Diego da nach unten gegangen wäre, meine Güte, das wäre gut gewesen. Ich meine, ich bin relativ stark, aber ich bin auch relativ gefährdet.
Wir können aber Drake, ne? Wenn ich da einen Ultschuss mehr getroffen hätte, wäre natürlich huge gewesen am Anfang. Alter. Oh mein Gott, und sie stirbt nicht. Alter, die Kombo war ja so crispy clean von ihr, mit dem E da noch mitten in der Luft. Also an sich sollten wir in dem Game nicht viel sterben. Das heißt, lass mal Majays gehen hier. Majays und dann was als nächstes. Das sieht sehr, sehr terrible aus hier. Run, run, run. Schade, dass ich meinen Majays da noch nicht hatte. Wenn wir hier Nash kriegen, wäre so huge für uns, ne? Ich meine, können wir auch den dritten Drake leider machen damit. Nice. Nehmen wir uns schnell das hier mit. Sorry, dass ich so ruhig bin während den Games gegen World-Spieler. Ich will mir die möglichst beste Chance geben, gegen die halt die Lane nicht zu... Da bin ich immer ein bisschen extra angespannt, Da bin ich immer ein bisschen extra angespannt, Bad. Ich bin einfach bad. Oh, schön gemacht von Soul of Cinder. Der gute alte Full-AP-Support-Rakan, Unser dritter Drake. Ach, ich hätte halt so viel besser machen können da. Ah, warum gehe ich nicht vor und poke? Warum stelle ich mich da hin, wo ich geflankt werden kann mit zwei Pings? Warum habe ich kein Blue-Drink gekauft, Viele Fragen. Viele, viele Fragen. Der nächste halt wird ein Void und dann müssen wir schauen. Der Start war so gut, aber dass die Rell da nicht stirbt, ist halt auch bad. Ich hätte da für eine vollere Combo gehen müssen. Ja, Draven ist auch erstaunlich stark hier in dem Spiel, muss ich sagen. Alter. Oh mein Gott, ich hab ihn gebrochen, Ich hab ihn so gebrochen. Shit. Jetzt schaffen wir es noch einmal, aber da gehört. Okay, nochmal. It's fine. Nehmen wir uns das hier einmal. Gut, gut, gut. Er ist in sein Verderben geportet. Der klassische Abedagge, Die ist in die Wand geflasht, hier, Kerl. Klein happy accident hatte die da. Happy little accident. Nächste halt mit einem Voids dafür, würde ich sagen. Wir sind auch bald Level 16, dann beginnen die richtig schönen Snipes. Actually sollten wir hier den Dorans verkaufen, auch wenn wir das nicht wollen. Wo ist mein Level 16? Money Shot schon wieder nicht. Der Money Shot war es wieder nicht. Vielleicht vorher hätte ich noch einen Schuss gehabt. Sieht sehr bad aus. Wenn man Akali übernimmt als Viego unendlich Energie. Wir haben unseren Volten Base. Das den schnell holen hier. Jetzt, wenn wir jetzt noch Rabadons bekommen, ist vorbei das Game. Ja, wir können sehr leicht verlieren, weil die MF so stark ist von den Gegnern. Aber Dagger, I see you. Gut, gut, gut. The German Sniper, my friends. Können wir finishen hier? Nee, oder? Unfortunately, we cannot end. Hier kann ich ja nichts nehmen, oder? Ich kann nur die Wave nehmen und dann den Side Jungle von denen invaden. Sollten wir schauen, dass wir, wenn möglich, gleich die Soul halt bekommen. Ja. Geben den einfach, okay? Das ist Free Soul. Also nicht free, ne? Es kostet uns halt Zeit vom Nash, die wir sonst anders verwenden könnten. Mal aufpassen, dass wir jetzt nicht von hinten antippiert werden vom Azir. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war
keine gute Scam von mir, ne? Also ich war extrem gefeedet. Ich habe extrem viel machen können im Late Game. Aber das hätte jeder mit Xerath hingekriegt. Ich habe einfach ein extrem vorsichtiges Spiel gemacht und hatte sehr, sehr viel Glück, dass meine Teammates so gute Fights aufgesetzt haben. Aber wenigstens haben wir einen World-Spieler ab in der Tasche, ne? Ken hat auch insane gespielt. Also eigentlich haben alle gut gespielt, bis auf den Diego vielleicht. Also ich glaube, was passiert ist, sie hat ihr E getroffen auf den Ken, ist dann mit ihm mitgeflogen und hat mit der Ult in der Luft, hat einer die Minute noch für den Jump. Und Minute 12, sagt er, okay. Also die Akali ultet rein, um ihr E zu hitten auf ihn, hittet das E, dann fliegt sie über die gesamte Map und hier in der Mitte sieht sie mich und bricht ab mit ihrer Ult, um mich zu killen. Und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was passiert ist. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was passiert ist. Holy shit.